Eier unten rein. So sieht die Pflanze dann aus, wenn man sie mal in der Hand hat. So, ich habe die noch mal kurz gefilmt, wie das aussieht, wenn sie denn am Ableichen ist. Das ist ein bisschen lauter, bitte, Thomas. 19. August 2012. Wir sind hier beim Graben in Viel, der aufgestaut wurde und wo jetzt ganz viele Krebsschäden drin sind. Beobachten wir hier gerade eine grüne Mosaik-Jungbewalderei-Ablage. Ja, da kann man sehen, wie die runterkrabbelt. Weitergegangen, beziehungsweise geflogen. Und sogar unter der Wasseroberfläche die Eier einsticht in die Pflanzen, ne? So, jetzt machen wir mal weiter. Und auf diesen Krebsscherenteppichen brüten mitunter auch seltene Vögel wie diese Bekassinen. Das habe ich dann mal am Eckstedter Moor fotografiert. Und ich hoffe, dass die Teppiche nachher so groß sind, dass wir auch die Trauerseeschwalben da wieder kriegen. So, das ist ein Mäusebussard. Was ist das für ein Tier? Eine Waldohreule, oder? Könnte man vermuten. Fast. Ist aber keine Waldohreule. Eine Eule ist richtig. Richtig, ein Uhu. Guck mal, da bin ich den Weg lang gegangen, den Hauptweg im Vieler Moor. Und da saß doch tatsächlich so ein dicker, verträumter Uhu auf dem Stamm und hat sich da überhaupt nicht drum gestört, dass ich da unter dem Baum stand und ihn gefilmt habe. Ne? Das ist ein wilder Uhu. Ne? Der hat sich da geputzt und hat sich von nichts stören lassen. Das Interessante war, ich habe dann mit einem Menschen vom Eulenverband Schleswig-Holstein gesprochen. Der hat auch Uhus nachgezüchtet. Dann sagt er, was du da gesehen hast und gefilmt hast, das habe ich in meinen ganzen 20, 30 Jahren nicht erlebt mit Wild-Uhu, wo ich mich um die Tiere schon kümmere. Ne? Sagt er, also dass man da von 3-4 Metern Uhu filmen kann oder sehen kann, einen wilden Uhu, das hat er auch noch nicht erlebt. Naja, der hat sich einfach nicht stören lassen oder hat mich nicht gesehen oder zu spät. Und ich dachte erst, das wäre ein zahmer Uhu, aber war tatsächlich ein wilder. Und wie er mich nachher bemerkte, flog er auch weg. Aber ihr seht ja, der hat sich die ganze Zeit nicht stören lassen, hat sich geputzt und fand das offensichtlich wunderbar da auf dem Ast. Ne, wenn man sich ruhig verhält und ja, keine Geräusche macht, leise rangeht, dann kann man auch solche Tiere mal von ganz dichten beobachten. Wenn man von der richtigen Seite kommt und von der richtigen Windrichtung, muss man so sagen. Und das nötige Quäntchen Glück noch dazu hat, das ist natürlich auch wichtig. So, das war dann der Uhu. Die kommen also auch im Vieler Moor vor. Da seht ihr nochmal eine ganze Pracht. Die haben auch so große Federohren. Das sind unsere größten Eulen. Die haben sich recht gut wieder verbreitet. Sind auch mit mehreren, sag ich mal, mit über 100 Brutpaaren in Schleswig-Holstein wieder verbreitet und haben eine gesunde Population gebildet. So, da haben wir dann nochmal ein Reh, schön getarnt. Igelchen kommen da auch vor. Da haben wir dann so eine Sturmfront. Das fand ich ganz interessant, deswegen habe ich das mal fotografiert. Das sind dann nochmal so ein paar Stimmungsbilder. Seerosen. Und die Seerose ist im Gegensatz zur Teichrose weiß. Da kommt auch so eine ganz schöne Pflanze am großen See, am Haupteingang vor. Müsst ihr euch mal angucken, wenn ihr mal da seid. Also ist wunderbar. Was wir auch haben, sind Apfelbäume. Da kann man sich dann auch mal bedienen. Schön Apfel essen, wenn man da reingeht ins Naturschutzgebiet. Ja, und jetzt haben wir auch da am Haupteingang haben wir eine Absperrung, damit da nicht jeder Hans und Franz reinfahren kann. Das ist auch gut. Der Bürgermeister auch mit an einem Strang gezogen mit mir. Ich hatte den Vorschlag gemacht, wir haben an der einen Fläche, die in Viel durch eine Straße durchtrennt ist, haben wir jetzt auch diese Froschwarnschilder und Krötenwarnschilder. Storche haben wir jetzt wieder in Viel, in dem Dorf. Ja, und die Fischotter sind auch zurückgekehrt und ich kann euch nur allen mal raten, wenn ihr mal Zeit und Lust habt, ich mache mal wieder eine Führung oder ihr habt selber mal Interesse, könnt ihr mal auf eigene Faust mal losgehen und euch dann mal das Vieler Moor angucken und dann mal wirklich die Natur genießen, in die Stille gehen
Vielleicht habt ihr ja auch mal Glück, mal irgendwie einen seltenen Vogel oder ein anderes seltenes Tier zu sehen, schöne Blume. Ja, und im Großen und Ganzen bin ich jetzt durch mit dem Vortrag. Jetzt könnt ihr auch Fragen stellen, wenn ihr wollt. So, dann erstmal herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Aber den Biber hast du doch nicht.